Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play Skies of Arcadia. Ihr seht, Weiß ist schon so ein bisschen ungeduldig, der ist so gut Schaden. Mach Hände! Und wir machen auch Hände heute. Zur Delphinus zurückkehren und wollen jetzt uns, eigentlich erstmal aufrüsten, das ist der Plan. Es ist toll, dass wir den Blue Crystal haben und alles, aber was machen wir jetzt? Vielleicht sollten wir nach Crescent Isle zurückkehren und das Buch über Schiffspolarität lesen, damit wir die Delphinus modifizieren können. Nach Hause gehen? Aber das ist doch westlich von hier, wie kommen wir dorthin zurück? Naja, lasst uns versuchen nach Osten zu fahren. Vielleicht können wir versuchen von hier aus nach Osten zu fahren. Eine Sekunde, dadurch geraten wir immer weiter weg von Crescent Isle. Hat nicht Belesa gesagt, sie sei hierher gekommen, indem sie von Isataka nach Westen fuhr? Wenn das wahr ist, dann müssten wir, wenn wir von hier aus nach Osten fahren, Isataka erreichen. Was? Du meinst also, die östliche und die westliche Seite der Welt sind miteinander verbunden? Ich glaube, ich erinnere mich an Legenden, die davon sprachen, dass die Welt rund sei. Gemäß den geologischen Studien von Valua ist die Welt eine Kugel. Das heißt, dass der Osten mit dem Westen verbunden ist und der Norden mit dem Süden. Das hat natürlich noch nie jemand bewiesen. Obwohl, haben wir eigentlich schon gemacht. Wir waren im kompletten Norden und sind unten wieder rausgeklappt, oder? Und diejenigen, die daran glauben, werden als Ketzer verschrieben. Das ist interessant. Nun, es kann sein, dass wir bald herausfinden werden, ob Belesa die Wahrheit gesagt hat. Wir kamen von Crescent Isle nach Yafutoma, indem wir Richtung Osten fuhren. Wir werden weiter Richtung Osten fahren. Und wenn wir Crescent Isle erreichen, werden wir beweisen, dass die Welt rund ist. Wow! Du meinst, wir werden tatsächlich rund um die Welt segeln? Yep. Alle mal herhören, macht euch zur Abfahrt bereit. Wir fahren Richtung Osten. Bestimmungsort Crescent Isle. Ah, mit Gusto vorgelesen. Ich bin so stolz auf mich. Naja. Das ist jetzt prinzipiell der Plan, sozusagen. Was wir allerdings jetzt unter anderem machen werden, ist Entdeckungen. Viele Entdeckungen, mal wieder. Die Wand müsste eine sein. Ich glaube, ich müsste sie überall berühren dürfen dafür, aber sicher bin ich mir da nicht. Ich meine aber, irgendwie müssen wir berühren. Muss man nicht? Das ist schlecht. Das ist so klong. Nein, nein, nur berühren zählen. Da muss ich auch geradeaus so ein Stückchen fahren oder sowas. Naja, wer weiß schon. Sind die richtig oder falsch rum? Ich kann das bei diesen komischen Glubschviechern nie erkennen. Sind die richtig oder falsch rum? Egal. Lambda Burst dürfte sie ausrotten. Sogar den einen, der verteidigt hat. Was ein Versager! Aber ja, wir haben Entdeckungen zu machen von 38 bis 45 plus Nummer 77. Das sagt euch alles gar nichts. Das soll nur mal so einen ungefähren Anhaltspunkt euch geben, wie viel wir zu entdecken haben hier noch in Yafutoma. Ich bin halt nur nicht sicher, wo ich diese Wand entdecken muss. Oder wann? Sagen wir es mal lieber so. Wie vielleicht? Oder habe ich sie schon aus Versehen entdeckt? Oder was ist aus Versehen? Aber habe ich sie schon entdeckt und ich weiß einfach nichts davon? Archiv. Tagebuch. Tagebuch lesen. Nee, Tagebuch nicht lesen. Entdeckung lesen. Yafutoma. Das hier wäre die Wand. Dang it! Wand! Lass mich nicht im Stich. Sag mir, warum ich dich nicht entdecke. Angeblich fast automatisch. Ich sehe keinen Brand, aber. Hier ist so viel Wand und sie lässt sich nicht entdecken. So, Wand! Ja, ziemlich. Jetzt bin ich mittlerweile sehr, sehr weit weg davon. Ich müsste eigentlich weiter nach Süden. Naja, ist egal. Das kriegen wir schon irgendwie hin, irgendwann. Das Schlimme sind diese Zufallskämpfe. Ein
Großen und Ganzen. Die Zufallskämpfe sind das, was das ein bisschen anstrengend macht. Aber jetzt kriegen wir schon irgendwie gedeichselt. So, du den und du greifst den an und dann passt das. Die beiden überleben, die kleinen Viecher nicht. Bam, Taktik. Sehen wir alles halt so, wie es ist. Positiv, ne? Das Positive ist, wenn wir hier am Entdecken sind, was zwar ein langweiliger Part ist, zugegeben, es ist halt wirklich... Ich müsste es eigentlich zusammenschneiden, seien wir mal ehrlich. Ich müsste sagen, hier ist die Entdeckung, hier ist die Entdeckung, hier ist die Entdeckung, aber das ist... Mein Problem ist, ich versuche ja immer noch so eine Art Guide zu machen. Zu sagen, für Leute, die einfach einen aktiven Videoguide gucken wollen. Das heißt, für diejenigen, die das nicht interessiert, weil wenn ihr zuschaut, weil ihr die Story haben wollt, dass ihr wird wahrscheinlich nicht ein bisschen Story auftauchen heute. Diejenigen schalten jetzt einfach aus, fertig. Und diejenigen, die Entdeckung haben wollen, können weiter gucken. Das ist ja eine schöne Sache, nur dauert das ja trotzdem alles immer so zeitlang. Das ist schon in gewisser Weise anstrengend. Vor allen Dingen, wenn sowas immer kommt. Aber den weiß ich gar nicht, ob das funktioniert. Ich glaube, der Lambda Burst machte sie nicht kalt. Na egal. Ja. Kanessel. Verschüsse man Nissel Kanessel. Oh wow. Ich bin so furchteinflößend, sie laufen alle weg von mir. Außer der ist tot. Eine Tragödie, ne? Okay. Immer eine gute Sache, wenn ich hier trotzdem Level-Ups dabei kriege. Von daher, ich kann mich ja nicht richtig beschweren. So, jetzt bin ich... Eigentlich sehr südlich. Ach, vielleicht ist es, weil da oben noch alles so gesehen steht. Das würde Sinn machen. Also es ist ja noch hier... Das ist ein richtiges... Ich weiß nicht, ich muss mal gucken, ob ich ein Accessoire habe, was gegnerische Kämpfe irgendwie so ein bisschen drosselt. Das ist ja... Uff. Der typische Spruch ist ja nicht schwer, ist nur nervig. Komm, hau den Gulufa. Hau ihn. Ja! Gut, denn der Rest ist jetzt alles auch okay. Ach ja. Was soll ich sonst sagen? Schwarze Karte. Ich glaube glücklicherweise, das ist tatsächlich das Accessoire. Das kommt mir gerade so verflucht bekannt vor. Bitte, 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 bitte. Bitte, 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 bitte. Kann sie nicht tragen. Lass mich raten, kann nur weiß ausrüsten. Ist egal. Lass mich recht haben. Komm schon. Schwarze Karte. Karte wird feindlich. Dang it! Das ist genau das Falsche! weiße Karte. Führt Besitzer vom Feind weg. Ja! Kann nur ertragen. Ist für das, was ich machen will, weil wir keinen Boss bekämpfen, eigentlich eine gute Sache. Führt Besitzer vom Feind weg, das gefällt mir. Echt jetzt? Warum kann ich diese dämliche Wand nicht finden? Was soll das? Ich muss zugeben, den Teil verstehe ich gerade gar nicht. Ich weiß nicht, warum diese Wand sich entdecken lässt. Laut meinem Guide ist es halbautomatisch. Man entdeckt diese Wand einfach.
Ich entdecke sie nicht. Ich verstehe das gerade nicht. Ich bin jetzt einmal schön drumherum gefahren und habe sie immer noch nicht entdeckt. Das ist alles sehr, sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig für mich gerade. Egal, dann gehen wir erstmal das andere Ding hinzufügen. Und hoffen, dass ich möglichst wenig Kämpfe auf dem Weg habe. Das trägt mich gerade mit der Wand unglaublich auf. So innerlich bin ich gerade wie so ein Mr. Hulk, Mr. Hyde, wie auch immer. Das kann doch nicht sein. Also wir müssen weiter nach Südwesten, ungefähr hier hin, falls es euch interessiert. Da ungefähr sollte das Ding sein, was ich gerade suche. Plus, zwischendrin könnte ich hier auch noch was anderes entdecken, aber das ist so ein Ding. Wenn es passiert, ist gut, wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Ja. Leck mich. Oh, ich hab auf die falsche Zahl geguckt. Alles gut. Ich hab nur ein bisschen Zeit verschwendet. Ein massives Fort, das von einem alten König der Yafutomanen müsste da eigentlich stehen erbaut wurde. Weniger zur Verteidigung als vielmehr für die Sperrposten gebaut, die feindliche Schiffe ausmachen konnten, ehe diese zu nah an die Stadt herankamen. Dang it. Zeit verschwendet, ich das hasse. Super leid. Boah. Alles so neblig. Ja, meine Schuld. 37 ist Yafutoma und 39 war die Guardian. Und mit der Guardian Bro war nicht das Ding drumherum gemeint, sondern halt nur dieses Stückchen da. Ich glaube, die steht falsch rum. Kann das sein? Oh, das würde eigentlich heißen, es macht mehr Sinn, wenn ich... Ich hoffe, die steht falsch rum, sonst nervt das jetzt nicht. Ja, die steht falsch rum. Ja, oder so. So ist auch in Ordnung. Nee, nicht diese Teile, dann wahrscheinlich einer dieser Steine da drüben. Könnte hinkommen. Irgendwo auf so einem Ding hier. Vielleicht. Nein. Definitiv nicht. Ich kann nur dran runterrutschen. Das Ding da könnte es aber auch sein. Irgendeiner dieser Steine wird es sein. Hey, sind das auch Fische? Tja. Da haben wir's. Das Uguizu-Nest. Obwohl dieser Vogel seine Nester in Felswänden baut, zieht er aus irgendeinem Grund stets nordwärts zu den Menschen, um seine Jungen großzuziehen. Darum haben Matrosen es gelernt, diese Nester als Indiz für die Nähe einer Stadt zu sehen. Ist doch eine schöne Sache, ne? Das ist das Wunder der Natur. Oder so ähnlich. Naja. Jetzt muss ich wieder weiter nach Norden, aber ich hoffe mal, wie gesagt, dass die Karte jetzt ein bisschen... bisschen erträglicher für mich ist, sag ich mal. Ja, da geht wieder der Blue Moon auf. Ist das nicht schön, wie der Blue Moon aufgeht und seinen... Keine Ahnung, sein Schein auf uns wirft. Ich hätte trotzdem gedacht, dieses Tor wäre gemeint. Ich meine, Entschuldigung, aber es sieht halt aus wie eine riesige Wand, die irgendwie zum Entdecken geeignet gewesen wäre. Naja. Zwei Schiffe, eins und neun zurückkommen. An das Tor käme ich zumindest dran. Ich hab's auf der Höhe ist, ja. Das Dirsi! Es war einmal eine liebliche Kreatur der Domas, die im Wald lebte. Die Dorfbewohner glaubten, dass es sie reich machen würde, vom Dirsi gekickt zu werden. Also jagten sie ihn herum, bis er wegrannte. Ein Märchen aus Yafutoma. Okay. Lass ich so stehen. Ist in Ordnung.
Ah, hier machen wir das Übliche. Das sollte ja zumindest drei Quallen auslöschen. Das wäre ja schon mal was. Lamb the Burst. Einzige Freude in meinem Leben. Lamb the Burst. Okay, ganz so schlimm ist es nicht. Immerhin die zweite Qualle schon mal erledigt. Gleich ist die dritte Qualle dran. Naja, vorausgesetzt, Enrique macht irgendwann mal was. Erst greift sie. Also, erst macht sie einen Konter und dann wird sie übergegriffen. Immer wieder witzig. Ja, das gibt ja viel gemacht, ne? Ey, ich habe schon das Gefühl, dass die weiße Karte wenigstens so ein bisschen was bringt. Vielleicht nicht viel, aber ein bisschen. So, jetzt muss ich tatsächlich irgendwie. Ich weiß nicht ganz genau, wie das funktionieren soll. Lege ich denn am Mount Kasai an? Ich überhaupt anlegen? Ich habe nicht das Gefühl, dass ich am Mount Kasai einlegen kann. Wir wollen hier tatsächlich eine Art Wandervogel finden. So ein weißer Vogel im Himmel. Aber das ist jetzt halt auch wieder so ein Ding, ob ich den finde, weiß ich nicht. Soll tatsächlich sogar unterhalb der Inseln sein. Wenn ich es richtig verstehe. Ja, jetzt habe ich das Gefühl, die weiße Dingens nutzt überhaupt nichts, aber ist okay. also manchmal denke ich, ja, weiße Karte, guck nicht viel. Und in dem Fall jetzt, das war ja jetzt. Ich bin ja kaum geflogen. Zack, ist direkt wieder ein Kampfmann. Ist auch traurig. Na, beinahe von meinen Helden, den Glupatus. Nope. Und... Nope. Also wenn ein Glupa Prinzessin Moegi bedrohen würde, dann würde er wahrscheinlich treffen. Ah, Fina wieder. Ausgezeichnet gemacht, Fina. So. Ich kann mir allerdings nicht vorstellen, dass er hier sein soll. Vielleicht verstehe ich es auch falsch. Wäre so irgendwo hier sein. Das ist allerdings dann wirklich ein relativ nervig zu findendes Dingchen. Wie man am Mount Kasai anlegen soll, weiß ich auch nicht. Also der Hinweis soll sein, am Mount Kasai anlegen, speichern. Ja, vielleicht meinen sie auch nur, wie man da um da sein oder so. Naja. Diese Gegner. ich will mich eigentlich nicht beschweren. Das macht das Video auch nicht erträglich, aber. Ich will die Gegner nicht haben. Ich meine, was tut man nicht alles, um die ganzen Sachen entdeckt zu haben? Außerdem kommt da tatsächlich auch noch, das gehört dann tatsächlich dazu, es gibt eine Zeitquest, wo wir auch eine Insel, die hier noch in der Nähe ist, entdecken müssen.
Das müssen wir halt auch machen. Weil wir für eine Sidequest, wie gesagt, wie gesagt, die Insel beinhaltet, ein Abiric Champ kriegen würden. Aber bis das soweit ist, ne? Bis das soweit ist, haben wir dann halt noch sowas. So nette Dinge, die mich einfach umbringen wollen. Naja, manchmal ist das halt so. We did it! Oh, Moment, ich sehe gerade, Bruheim liegt da noch. Interessant. Ich meine, man kann nichts mit ihm machen, aber... Ha. Huh. Er ist einfach so da. Der liegt da so rum, guck mal. Ja, wie gesagt, irgendwo hier müsste eigentlich der Wandervogel sein. Ich glaube nicht, dass... Oder? Das wird das Schiff sein, das ist kein Wandervogel. Der soll angeblich vom Westen aus kommen. Aber... Naja. Ich sehe halt leider keinen. Ich bezweifle irgendwie, dass ich den jetzt spawnen kann, mal eben so schnell. Schlimm ist, ich bilde mir manchmal was in den Wolken ein und denke so, ah, da ist schon was. Ja, dann werde ich den entweder erstmal weglassen oder... Ja, ich denke, wir lassen ihn erstmal weg. Ganz so wild ist das nicht. Vor allem, ich muss auch nochmal wieder dahin und dahin. Ich glaube, ungefähr hier, so Pi mal Daumen, ist nämlich die Insel, die wir finden müssen. Dann machen wir erstmal die. Das ist wieder so ein Part hin und her fliegen, untersuchen. Die gehören halt dazu, aber ich weiß, dass sie nicht sonderlich interessant sind. Vielleicht sollte ich tatsächlich, sollte nochmal eine große Entdeckungsreise anliegen, sollte ich vielleicht tatsächlich dazu übergehen, einfach immer wieder wegzudrücken, beziehungsweise, ne, alles zusammenschneiden, fertig. Ich meine, wenn es mir zu bunt wird, mache ich das ja tatsächlich so. Okay, jetzt eigentlich die Looper und diese komischen Viecher, das ist doch... Und dafür machen die hier einen Kampf auf. Will die erstmal irgendwie sich sammeln? Habe ich wieder gut gemacht. Alles getötet, außer den Gulupa. Und der Gulupa ist ja der Gegner, der vom Länderbürsten nichts abgeht. Und Aika hat die grüne Magie fertig gelernt. Sakrune. Sehr schön. Ist halt wieder diese Sache. Das bringt nichts. Nur. Ja, da haben wir sie. Spice Island. Eine kleine abgelegene Insel, wo eine reine Quelle eine Fülle von Kräutern und Gewürzen gedeihen lässt. Das Wasser der Quelle hat Heilkraft. Vielleicht ist dieser herrliche Garten der Varian. Wow, hier wachsen so viele Kräuter und Gewürze. So viel habe ich noch nie an einem Ort gesehen. Das ist überwältigend. Das ist eine wahre Schatzinsel. Aber wir sollten den Frieden der Insel nicht zu sehr stören. Ja, ich glaube, wenn wir zu viel von den Samen zu wegnehmen, wachsen die Bäume nicht mehr nach. Aber ich bin sicher, ein bisschen kann ich schaden, nicht wahr, Weiß?
Also sowas, Alter, du und dein. Nur ein kleines bisschen. Also in Ordnung. Wir werden etwas davon mitnehmen. Ja, kein Schwein weiß, was Kale ist, aber wir nehmen Kale mit. Ja, das ist halt so ein Ding, wir nehmen eine Runde Kale mit. Das machen wir gleich. Ich weiß, es ist schön, ich habe keine Ahnung, was ich machen will gleich, aber ihr werdet es sehen, was ich gleich meine. Das müssten wir auf jeden Fall erstmal wieder zurück. Ich sage, es ist so hin und her und hin und her und hin und her. Aber es läuft ja so halb. Muss das sein? Muss das sein? Ja, komm. Einfach verteidigen und dann in einem Zug weg müssen, was soll's. Ich liebe solche Viecher. Perfekt. die weiße Karte ist ja schön und gut, aber richtig so super helfen muss ja irgendwie nicht. Das aussieht, ist ja furchtbar. Vor allem die Gegnermenge ist halt natürlich das große Problem im Prinzip. Ich glaube trotzdem, das sollte reichen. Ich hoffe, das reicht. Das riecht durch. Das rennt doch weg! Hauptsache, lass mich gehen! Natürlich überlebt einer. Wie viele von euch gucken das noch? Bei Minute 28:40 frage ich. Ja, meine Güte. So, weiter geht's. Ich krieg die Krise mit diesen Kämpfen. Bin so, nein, das kann nicht sein, das ist furchtbar. Das ist, Ich weiß immer noch nicht, wie ich jetzt, wie gesagt, auf Mount Kasai landen soll. Um da eine Pause einzulegen, zu speichern und dann den Wandervogel zu finden. Das Einzige, was ich mal ausprobieren kann, ist tatsächlich nicht anlegen, da jetzt ein Speicher. Oh, ganz viele Gulukos, na gut.
Prepare yourself. Wenigstens ein Koopa tot, aber mir wäre es lieber, wenn sie jetzt einfach alle drankommen, wegrennen und die wenigstens viel. Ah, das ist so unglaublich. Warum verteidigst du? Oh, greif an, das ist in Ordnung. Schmetterring. Kampf vorbei. Auf Wiedersehen und tschüss. Oder sie hauen jetzt alle ab. Das so, oh nein, er will Schmetterring einsetzen. Dann hauen wir ab. Kaputt. Ich mach dich kaputt. Let us pray that our next battle goes as well. Genau. Ich kann's ja mal ausprobieren. Soll also vom Westen auskommen. Kann ich mir irgendwie nicht vorstellen, aber probieren wir es mal aus. Das heißt, dafür müsste ich speichern. Und eigentlich die Konsole resetten, das kommt ein bisschen komisch. Kann ich nicht theoretisch auch? Gab's nicht irgendwie sowas? Option? Nope. Hm. Ja, dann mach ich das ein andermal. Ich will das Video jetzt nicht unterbrechen. Das ist komisch. Was wir allerdings machen wollen, ist tatsächlich weiter nach Norden fliegen. Und. Ja, Tenku Island ist so ähnlich. Aber. Irgendwo nördlich von hier sollte. Ich müsste jetzt eigentlich mal zählen, das ist so das Problem, aber. Irgendwo nördlich müsste eine Insel sein und diese Insel wollen wir haben. Nicht Tenku Island, ist auch schön da, aber nein. Weil das da oben ist Tenku Island. Davon kann man zumindest mal ausgehen. Vielleicht ist sie auch süd. Ah, es ist ein Trauerspiel, wenn ich hier irgendwas versuche zu entdecken. Ich sag's euch. Ich mach's demnächst wahrscheinlich wirklich einfach besser. Indem ich schneide, das meine ich. Das geht ja unter keine Kuhhaut hier. Oder auf. Oder sowieso. Das war ja witzig. Naja, wirklich. So. Eben schnell alles gegoogelt, was ich wissen muss. Das ist tatsächlich dieses typische. Ah, bevor ich jetzt noch mehr Zeit verschwende, die ich eh schon tue. Eben schnell gucken, wo ist was. Tatsächlich müsste es, glaube ich, tatsächlich diese Hütte sein. Habe ich jetzt oft genug tatsächlich gesagt, ich glaube schon. Was wir brauchen, ist ein Rang von Weiß der Forsche oder höher. Wie man höher erkennen soll, weiß ich nicht, aber Weiß der Forsche brauchen wir auf jeden Fall. Wenn wir Weiß der Forsche haben, können wir nämlich einen weiteren Kandidaten für unsere Truppe aufsammeln. Das ist halt in diesem Fall dieser nette Herr hier. Obwohl ich dich nicht kenne, spüre ich, dass viel Mut in dir steckt. Vielleicht bist du meine Aufmerksamkeit wert. Man nennt mich Ryokan. Ich war einmal ein bekannter Schmied. Jetzt bin ich nichts als ein einsamer Einsiedler. Ich bin weiß. Jemand, der so alt und weise ist wie du, weiß das wahrscheinlich, aber die Klingen, die ich benutze, werden Macheten genannt. Alter Mann, möchtest du uns begleiten? Hilf uns mit deiner Kraft und deinem Können. Also, was ist das? Ich spüre tief in deinem Geist einen Mut, der seinesgleichen sucht. Du bist wahrhaftig eine tapfere Seele. Vielleicht bist du die Person, auf die ich gewartet, all die Jahre hier in der Einsamkeit gewartet habe. Na gut, ich werde mit dir reisen, junger Mann, und ich werde dir ein Schwert schmieden, das wie kein anderes auf dieser Welt ist. Ist als Handwerker zu deiner Mannschaft gestoßen. Das ist auch schon alles, was wir hier wollten. Aber, ne, Ryukan. Das ist der Khan der Ryus. Ryukan.
Außerdem, wenn ich schon hier bin, es gibt tatsächlich eine Entdeckung, die wir hier und auf der anderen Seite der Welt machen können, sozusagen. Dann bleibt fast nur noch dieser komische Vogel, den ich finde. Aber das ist dann wiederum mein Problem, sozusagen. Ungefähr hier, wo der Schriftzug sein würde, müssen wir hin. Muss doch mal gucken, wie ich die aktive Crew gestalte. Dann kann man nämlich auch umstellen. So Sachen, wenn man zum Beispiel zwei Gäste hat oder zwei Narren und sowas. Die kann man halt einstellen, wer was sein soll, sozusagen. Was ist hier drauf? Dran? Daneben? Irgendwie? Nein? Hätte ja sein können. Vielleicht da drüben? Natürlich kommt er dazwischen. Also wirklich, ja, ich will nicht mehr. Ich will nur entdecken. Wenn ich könnte, würde ich einfach so ein Ding anhaben, was alle Zwischenkämpfe rausnimmt. So, als würde ich diesen Viechern sagen, nö, du darfst kämpfen. Ne, du nicht. Deine XP brauche ich unbedingt. Ich meine, natürlich, genau das würde ich sagen. Also, kein Schaden, ich habe das wieder vergessen. Die nehmen allerdings auch keinen Schaden dadurch, wenn man... Ist das jetzt dein Ernst? Was ein Schwachsinn. Das war zwar einfach weiß, aber nervig. Also nicht sinnvoll zumindest. Ich glaube, der Stein stimmte. Da müsste ich eigentlich von diesem Stein aus... Weiter nach Norden oder so ähnlich, aber. Aber sogar. Inverse Isle. Eine seltsame Insel, auf der Bäume und alles andere auf den Kopf stehen. Die landläufige Theorie ist, dass dieses Phänomen durch Schwankungen in der Erdanziehungskraft verursacht wird. Aufgrund von Black Moonstones im Zentrum der Dark Rift. Oh, das ist so ein Mund voll. So. Nom 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 nom. Mal ein paar Fremdwörter reinschieben und dann geht das. So. Von hier aus wieder in den Osten. Pi mal Daumen, fast ganz östlich. Nicht ganz, aber fast. Dann haben wir demnächst im Prinzip zumindest die halbe Welt fünfmal umrundet oder so ähnlich. Interessiert nur keinen. Muss man ja auch dazu sagen. Ja, eigentlich müsste ich demnächst mal irgendwas finden. Ich weiß nur nicht mehr, ob ich jetzt ein Dingens finden muss, einen ganzen Kontinent oder sonst was. Aber wir werden schon irgendwann sehen. Trotzdem habe ich das Gefühl, die Karte... die bringt nicht so viel, wie ich es gerne hätte. Ist zwar eine traurige Wahrheit, aber eine Wahrheit am Willen. Yeah, I'm the first. Nein, weiß ich nicht. Lupa 1 will auch nicht, kann ich nachvollziehen. Jetzt kommt unsere Retterin Fina. Die daneben haut. Enrique? Ne, Enrique kommt gar nicht erst ran. Ist aber egal. So, wenn ich diese Entdeckung gemacht habe, werde ich tatsächlich einen Cut machen, weil dann kommen diese zwei Entdeckungen, bei denen ich anlegen und resetten soll. Und dann tue ich euch nicht nochmal an. Das ist auch so schon ewig. Oh, der verschwand hier. Yay. Aber auch, hab ich super gemacht.
einen Fisch eingesammelt. Vielleicht habe ich zwar den Cheffisch eingesammelt, aber ich habe nur einen Fisch eingesammelt. Also eigentlich müsste es irgendwo hier sein. Aber es ist wieder so ein Ding, das ist mitten im Nichts und man sieht es nicht. Da haben wir es. Mystic Oakheart gefunden. Es war einmal eine weit entfernte Insel, wo juwelenartige Früchte auf den Bäumen wuchsen. Ein junger Mann nahm eine davon, um seine kranke Mutter zu kurieren. Doch dafür wurde er zu einem magischen Baum. What? Anyway. Ja, wie gesagt, ich mache jetzt hier den Cut. Hol die letzten zwei, bei denen ich wie so ein Depp resetten soll. Eben alleine, das müsst ihr euch nicht mit antun. Und dann hoffe ich, beim nächsten Mal wieder mit Story aufwarten zu können. Das heißt, ich treffe euch, diejenigen, die tatsächlich bei Erkundung mit am Ball bleiben, ich treffe euch nochmal beim Mount Kasai hier wieder und werde dann versuchen, diesen Wonder Songbird, wie auch immer, da zu holen. Und dann müsste ich tatsächlich auf Tenku Island auch nochmal anlegen und resetten, um eine Art Schildkröte zu finden. Klingt total abgedreht. In gewisser Weise ist es das auch. Wir gucken es uns an beim nächsten Mal. Bye bye! Naja, eigentlich gleich, aber ne, für diejenigen, die jetzt schon ausschalten. Bye bye!